Hey ho, meine Lieben! Grillkoter-Time. Update. Bau-Update. Tja, weil ein Philipp ja keine Zeit hatte, hinten die Wand zu streichen, habe ich mir einen Kevin organisiert. Was für ein Kevin? Was für ein Kevin, schreit er. Nein, nicht ein Kevin, sondern den Kevin. Ja, man kennt ihn ja von seinem BMW her aus meinem anderen Kanal. Hier ist er. Er ist Maler und der wird jetzt hinten die Wand streichen, während ich hier gemütlich in meinem Sesselchen hocke und zugucke. Ich warte halt auf die Cocktails und so, gell? Ja, schauen wir mal, ob ich irgendwas finde. Ja, hast du recht. Also, dann schauen wir mal, was wir für Farbe haben. Die hat uns damals der Philipp mitgebracht und ich bin gespannt, ob dieser eine Kübel ausreicht für das ganze Anmalern da hinten. Tja, wir verwenden hier jetzt diese Sandomur, mineralischer Charakter, feuchtigkeitsabweisend, wasserdampfdurchlässig, Silikonharz, Fassadenfarbe auf Acrylatbasis. Leute, ich habe von der Farbe keinen Plan und naja. Tja, manche Sachen gibt man halt auch mal ab, wie zum Beispiel jetzt die Malerei hier. Nö. Ganz einfach, nö. Aber ich bin ja froh, dass es der Kevin mir anmalert und schau mal einfach ja, von Zeit zu Zeit zu, wie er das macht. Und wenn er fertig gemalert hat, werde ich heute wahrscheinlich gleich noch in die Baywa düsen, mir ein paar Holzlatten holen, die heute vielleicht auch noch anmalern, ein paar Dübel und Schrauben, ein bisschen Gartenerde, damit ich da dann anfangen kann für ja, das Gerüst für die Weinrebe. Mhm. Aha, baut man sicher Spezialwerkzeuge, oder? Jawohl, wenn man kein Gerüst hat und so weit noch. Ey, jetzt schon. So weit ist es auch nicht bis zur Dachrinne. Hast doch eine schöne Leiter am Boden liegen. Ah, ja. Okay. Was wird das jetzt? Trockenübung, oder? Gucken, wie weit die hochkommt. Und ist die Plörre noch brauchbar? Ja, geht gerade noch. Geht gerade noch. Ja, die steht ja jetzt schon 2 Jahre. Ja, doch, ich glaube 2 Jahre steht das jetzt schon. Steht für ein Jahr drauf. Ja. Hä? Weil die bloß mal gesagt haben. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass sich der Philipp der faule Sack gedrückt hat. Und du hast die letztes Jahr auch gedrückt. Also heul nicht rum. Wenigstens mache ich es jetzt. Ja, immerhin. Mögen die Spiele beginnen. Ich sitze hier schön gemütlich im Schatten auf meinem Stuhl. Ja, ja. Ich glaube, irgendwann werde ich das wieder büßen müssen, aber das ist mir jetzt egal. Spätestens wenn er zufällig vorbeikommt, wenn ich was gegrillt habe, dann wird er mal wieder alles wegfressen. Na gut. Ja Leute, tut mir leid, aber wie gesagt, man muss auch mal was abgeben können. Das Pinseln ist des Kevins Lust. Na, 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 na. Kann man so viel Langeweile haben? Ich habe keine Langeweile. Mir geht's gut. Okay. Tja, und jetzt zoom zurück, dass ihr mal seht, wie weit ich hier weghock. Jo. Aber nun ja, hier ist der Schatten. Und da ist Sonne. Also hocke ich hier. Aha, jetzt hat er den Rand oben entlang fertig gestrichen. Und jetzt denke ich, dass er mit der Walze, mit dem Besenstiel, ja, da weiter schrubbelt. Oder auch nicht, da tut sich nichts, da tut sich nichts. Ah! Wie ist man auch mal aufgestanden? Ja, hilft ja nichts. Oh, aber ich muss mich gleich wieder hinhocken. Hier in der Sonne, das hält ja keine Sau aus. Okay, danke. Ja, ja. Jetzt
geht's los mit der Walze, glaube ich. Das schauen wir uns doch ganz begeistert an. Schaut mal, wie vorsichtig der das macht. Also ich hätte es wild hemmungslos einfach drauf gerollert, aber der macht es so richtig, als ob er es gelernt hat. Schön. Ja, ich glaube, die Wand wird perfekt. Heiligsblechle, da schaut man einmal kurz Video am Handy und dann sieht man schon Kevin wieder nicht mehr. Da versteckt er sich schon wieder hinter der Grillkota. Aber es geht hier doch recht schnell vorwärts. Was für ein Gefühl hast du? Reicht die Farbe? Für einmal, ja. Ja, das reicht ja normal. Ja doch, ich denke, wenn das einmal gestrichen ist, das sollte schon ausreichen. Was ist denn an dieser Silikatfarbe oder was das ist eigentlich Besonderes? Silikat. Das ist schon Silikat, hast du das gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Mineralisch. Ist halt mineralisch. Ist das was Gutes? Eins von den besseren auf jeden Fall. Ah ja, alles klar. Also hat mir der Philipp keinen Schrott damals mitgebracht. Nein, das nicht. Alles klar, das wollte ich bloß hören. Tja, und wer es von meinem Zuschauen auf diesem Kanal noch nicht weiß, der Kevin hat sich diesen BMW hier ja, bei mir in meinen heiligen Hallen hergerichtet. Da gibt es auf meinem anderen Kanal ja, die komplette Videodokumentation, kann man sagen, dazu zu sehen. Hey, der baut's. Und schon ist er an der Quermauer. Seid rucki zucki, ha? Ja, brutal. Ja. Warum hast du denn so lange gewartet? Da hätte man wusst, dass wir rausstreichen können. Du, die habe ich vorher schon gegessen. Ah, danke. Schön. Einfach nur schön. Wenigstens einem, dem es gefällt. Jo. Yeah, ich sehe ihn wieder. Der macht es schon recht. Heieieiei, da bist du ja bald schon fertig. Okay. Cool. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt rein und mach dir deinen Cover mit Eis. Ich muss aber vorne auch noch. Ja, kurze Pause kann nicht schaden. Nein. Ja. Ja. Ja, ich brauche ja auch ein paar Minuten, um das zu machen. Ja, was denkst du, wie schnell ich bin? Wie schnell? Aha. Sehr schnell. Ich hätte da jetzt Tage dafür gebraucht. Tja, dann gucke ich doch mal, dass ich eine schöne Eisschocke hier hinkriege. Ich habe hier jetzt ein klitzeklein bisschen Zucker noch mit rein. Dann haben wir hier unser Kakaopulver. Unser ganz spezielles. Ah ja, da tun wir überall so zwei gehäufte Löffel rein. Das sollte ausreichen. Und ich würde sagen, den restlichen Platz im Glas brauchen wir fürs Eis. So, jetzt muss ich aber erstmal ordentlich aufrühren. Und dann klatschen wir da einfach schön auf Vanilleeis rein. Mhm. Bis kurz vor Überlaufen. Ich glaube, das hat er sich verdient jetzt. Definitiv hat er das. Nee. Fertig ist unsere Eisschokolade. So, noch zwei furchtbare Plastikstrohhalme gefunden. Und so gehen wir jetzt raus.
Kevin, deine Eisschocke ist fertig. Ja, ich bin auch gleich fertig. Streichst du es bloß schnell mit dem Pinsel runter oder nochmal mit der Rolle? Mit dem Pinsel. Ja, gut, dann lassen wir schnell noch fertig pinseln. Ich glaube, die in der Minute schmilzt das Eis auch nicht zusammen. Und nachher schauen wir uns dann komplett nochmal die Wand an. Aber Leute, ich kann euch sagen, es sieht toll aus. Dann mache ich doch schon mal Versuchskaninchen. Ja, sehr schokoladig. Und natürlich lecker. Und jetzt möchte ich von dir eine ehrliche Meinung haben, ist meine Eisschocke zu süß oder nicht? Perfekt. Ja, gut. Schön noch mit dem Vanilleeis verrühren und dann ist Yam Yam. Sowieso. Beste, was es gibt bei dem Wetter. Also Holzlettle habe ich hier noch welche liegen. Die sind sogar schon angemollert. Ja, ich glaube, die werde ich mal nehmen. Mir Querstreben rausschneiden und jetzt bloß einen Strang nach oben festdübeln an der Wand. Das muss jetzt erstmal reichen. Tja, und dann je nachdem, wie sich das Pflänzlein entwickelt, spackt sich dann einfach noch weitere Latten dazu. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht hoch und so ein paar quer hin machen. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen einfach schauen, wie sich das Teil entwickelt. Oh, ich muss in den Schatten gehen, sonst sehe ich hier selber gar nichts. Hier haben wir den Yoshi. Ja, und ich würde mal sagen, jetzt schauen wir uns noch schnell die Wand an. Dann fahre ich in die Baywa zum Shoppen, hol mal Erde und ja, das andere ist dann wieder schon wieder das nächste Video. Mhm. Da bin dann wieder ich am Wulern. Ja. Aber hey, ich kann es euch sagen, einmal streichen reicht da vollkommen. Ich bin hier voll geblendet. Schaut euch das an. Wunderschön, wunderschön gestrichen. Als ob es ein Maler gemacht hätte. Boah. Kevin sagt, dass ich gute Arbeit geleistet habe. Und es ist sogar noch ein bisschen Farbe übrig. Schauen wir mal, für was wir die noch verwenden können. Aber hey, ich bin echt zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Wunderbar. Jetzt hat es endlich ein ordentliches Gesicht, die Wand. So gefällt mir das. Also Leute, das war's dann mit diesem Video. Halt, 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 ihr geblieben. Kevin, ich ich danke dir recht sakrisch. Gerne. Also, Gott sei Dank hab's ich nicht machen müssen. Ja, war doch clever passiert. Reicht schon, dass ich jetzt nachher noch ein riesen Loch buddeln muss. Ist das noch graben auch noch? Nein, doch nicht. Verdammt. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Grillkoter-Video. Tschaikowski. Ciao, servus.